In Mecklenburg-Vorpommern klagen Beschäftigte in Kindertagesstätten seit längerem über Personalmangel und Betreuungslücken. In dieser Woche beriet der Landtag im Schweriner Schloss über ein neues Gesetz. Dieses verspricht Verbesserung. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, versammelten sich am 14. Dezember Mitarbeitende der Kitas im Land vor dem Schweriner Schloss. Sie wiesen noch einmal auf die verschiedenen Missstände in den Einrichtungen hin. Die Beschäftigten forderten dringend Verbesserungen der Qualität, mehr Fachkräfte und damit eine Senkung des Personalschlüssels.